Hallo und willkommen zurück bei The Long Buck Dark oder so. Ich hoffe, wir können jetzt in die Schnitte rein. Diesmal ist das Feuer gar nicht mehr an. Das ist ja auch interessant, oder? Wurden wir sogar noch das Feuer an? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das freut mich sehr. Dann schlafe ich immer. Eine Stunde reicht, glaube ich. Und sobald wir wieder gutes Wetter haben, schmeiße ich das Feuer wieder an. Das sieht noch nicht so gut aus. Uiuiuiuiui. Ach, das sind die Hasen. Ich habe gerade gedacht, ist das? Es ist immer noch windig, oder? Ja. 62 Tage. 62 Tage. Ich weiß gar nicht, wie lange wir beim. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir nicht so lange überlebt. Ich glaube, da waren es weniger Tage. Da hatte ich auch weniger Folgen gehabt, tatsächlich. Aber ja, das lag an dem seltsamen Wolf vor der Fischerhütte. Der meinte da mal. Aber jetzt ist es doch nicht mehr windig, oder? Nee, das ist jetzt doch super. Können wir bestimmt auch die Lupe verwenden. Okay. Nochmal das Ganze von vorne. Feuer machen. Das war wirklich, das war so, ich könnte immer noch da sagen, noch immer darüber reden, wie ärgerlich das war mit dem Wolf damals. Come on, Ja, ja, Rafael. ja, 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 ja. Mann, Mann, Mann. Das war was. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wann Hinterland es schafft, die dritte Episode rauszubringen. Die haben ja letztens ein Bild. Ich weiß gar nicht, ob das von Hinterland selber das Bild war oder ob das jemand gezeichnet hat für Hinterland. Aber da stand irgendwie nichts. Da hat man Astrid gesehen, wie sie in dem Tunnel steht, der Milton-Tunnel. Aber sozusagen von der anderen Seite. Also in Milton selber, wenn man zu diesem Gefängnisbus geht, dann haben die den Bus ja von hinten gesehen. Und wie halt Ausdauer, also Ausdauermühle reingeschrieben wurde. Da stand ja nur Ausdauer. Und auf dem Bild hat man halt Astrid sozusagen auf der anderen Seite gesehen, also wo der Gefängnisbus von vorne, und dann steht sie da so mit Bogen und Pfeilen und hat da Magnesiumfackeln im Gepäck, und das sah ziemlich cool aus. Ich bin mal gespannt, in welcher Form wir sozusagen es wird spielen. Also wäre natürlich cool, wenn die gleichen Bogen und so hat, oder man halt lernen muss, sich einen Bogen zu machen und um dann mit dem Bogen umzugehen. Das ist ja auch eine der Grundfertigkeiten eigentlich in The Long Dark. Gucken wir mal, wann das überhaupt passiert. Ist natürlich ärgerlich, dass sie sich da so mit der ganzen Bearbeitung von den ersten beiden Episoden so lange daran aufgehalten haben, aber nun gut. Wahrscheinlich danken es den Entwicklern die Leute, die jetzt erst irgendwann mit dem Story-Modus anfangen. Der ja anscheinend nicht so gebalanced war für Anfänger. Ich glaube, hätte The Long Dark nur wirklich diesen Spiel, also nur Stalker und Interloper als Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, damit kannst du auch keinen Preis gewinnen heutzutage, ne? Also. Dann bist du wieder irgend so ein Spartenspiel, was irgendwie. Nein, schon wieder! Was? Das ist voll ärgerlich! Weil gerade wenn du keine große Firma bist und keinen Namen hast, so, dann bringt das, glaube ich, nicht so viel, wenn du ein Spiel rausbringst, was sehr schwer ist. Damit spricht man leider nicht jeden an. Ich habe irgendwie mal aus Neugier letztens mal irgendwie beim Witcher 3
in die Kritiken geguckt, also bei Steam, dann die Reviews. Und hat auch jemand geschrieben, er findet das Spiel blöd, weil es ihm so schwer. Er schafft den Greif nicht. Also, ne, die allererste Quest. Und dann sitzt du da und denkst dir, okay. Und deswegen gibt man einen Daumen runter, weil das Spiel schwer ist und du nicht so. Also, weiß nicht, wenn man sich ein bisschen mit auseinandersetzt. Klar, beim Witcher kannst du nicht einfach mal, ich renne jetzt rein und töte was. Du musst halt nachdenken, ne? Du musst halt, da musst du die Waffe schärfen, da musst du dies und das machen. Aber das hast du irgendwann drin. Aber da merkt man halt wieder, ne? Viele Leute denken halt, nö, will ich nicht. Ist mir zu schwer. Mag ich nicht. Weg damit. Ist scheiße. Tja. Ja, wir können schon wieder nicht weiter kochen. Deswegen können wir wieder einfach nur schlafen. Wir haben gerade ein sehr weniges Problem. Ich glaube sogar alle, die es haben ja... Ich muss sagen, Witcher war auch eine Koryphäre darin, dass wir auch alle zusammen mal am TS gesessen haben. Das war irgendwie ganz... Jeder hat Witcher gespielt. Das war total schön. Mochte ich. Ich glaube, alle außer Patty haben auch irgendwann nach einer gewissen Zeit die Schwierigkeitsgrad hochgedremmelt. Ich glaube, die Jungs hatten alle das Schwerste und ich hatte das vorletzte Schwerste dann irgendwann gehabt. Irgendwann dann die Herausforderung zu haben, aber ja. Jetzt ist wieder still, oder? Ich fand das immer schön, wie wir da alle zusammen rumgesessen haben. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Und dann haben wir immer gequatscht, wer die Quest wie gemacht hat und hier und da. Ich vertraue dem Wetter irgendwie nicht. Ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder das Feuer anzumachen und dann ist hier wieder Ende Melene. Ich habe übrigens auch geschafft, endlich mal die Open Beta von Sea of Thieves zu spielen. Was für ein Titel. Und muss sagen, ich habe nicht sehr lange gespielt, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin überaus begeistert, dass man jetzt Schweine und Hühner jagen kann und die fangen kann. So süß, so schnubbelig. Voll nicht meins. Ist wirklich cool gemacht. Also zwar irgendwann haben die Server dann gesponnen. Also gerade spät am Abend, am Samstag. Ich denke mal, da haben dann einfach zu viele Leute wollten spielen. Gerade Samstagabend. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass die Beta diesmal nur irgendwie... Also die hat irgendwie Freitag angefangen und Sonntagvormittag war sie zu Ende. Ist irgendwie seltsam. Ich kenne so viele Leute, die kommen nur am Sonntag zum Spielen. Vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt, die Sache. Und ja, wie gesagt, am Samstag selbst, irgendwann sehr spät abends, haben die Server nicht mehr funktioniert. Du konntest dann zwar Quest annehmen oder Kisten abgeben und den ganzen Kram, aber es hat der Server einfach nicht mehr registriert und das war ein bisschen blöd, aber ich muss sagen... Trotz dessen sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde wirklich Open Betas nicht nur, ist ja nicht nur für die Entwickler gut, um zu schauen, was das Spiel noch für Probleme hat vorm Release, sondern auch für sich selbst mal zu schauen, ob das überhaupt... Ist ja schön, dass alle Welt dieses Spiel spielt, aber man weiß ja selbst immer nie, ob das was für einen ist. Und ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte ein paar Probleme, das Schiff zu lenken, aber dann ging's. Aber ich habe dann weiter dann alleine gespielt. Und hab sogar nette Leute getroffen. Und hab dann so einen verrückten Piraten getroffen. Der hat irgendwie einfach seine Truhen alle vor den Händler hingeschmissen und wollte die gar nicht haben. Und hat sie mir dann geschenkt. Das war ganz, der war wirklich witzig, der Typ. Und nein, ich habe mich nicht als Mädchen erkenntlich gegeben. Ich habe nur, ich habe halt eine Frau gespielt. Eine Piratin. Nee, es war wirklich, macht unglaublich viel Spaß. Also... Das ist schon ein cooles Spiel. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Haben wir jetzt den ganzen Tee? Wirklich? Nee, ich hab den weggepackt, oder? Hä? Bin ich jetzt völlig verwirrt? Warte mal, jetzt hab... Okay, dann mache ich lieber noch mal ein bisschen Wasser. Wir haben fast keine Stöcke mehr, das ist ja auch interessant. Mal schauen, mal schauen.
Ist jetzt ja wirklich Ende März, ist ein bisschen blöd, was Spiele-Release angeht. Kommt ein bisschen viel. So, jetzt haben wir Trinkbe. Ich hätte eigentlich lieber ein bisschen mehr noch. Ich hole einfach gleich noch ein paar Stöcker. Solange sollte doch das Feuer noch funktionieren, oder? Nicht verbrennen, Anna, nicht verbrennen. Alles gut. Ich hole nur Stöcker. Feuer, bleib bitte an. Wir brauchen Stöcker. Stöckchen, Stöckchen. Was das schon wieder für Zeit in Anspruch nimmt, das ganze Zeug weg zu kochen. Meine Güte. Aber hey, wir haben auf einmal schönes Wetter. Dann kann ich so draußen machen. Ich muss ja nicht unbedingt in die Hütte reingehen. Dann mache ich gleich einen Liter. Passt das schon? Draußen ist heute übrigens ekelhaftes Regenwetter. Aber es ist ganz schön warm auf einmal draußen. Vor 2 Wochen war noch gefühlt Sibirien und jetzt auf einmal ist schon wieder fast Sommer. Seltsam. So, so, so. Kaffee, Kaffee. Hier? Nee, hier ist tatsächlich alles weg. Dann. Stöckchen. Dann haben wir das wenigstens alles weg. Den ganzen Tee, den ganzen Kaffee. Und dann gucken wir mal, wie unser Skill aussieht. Das ist halt das Gute am Fischen. Dass, also beim Fischen, dass man nicht nur den. Man skillt ja immer Fischen an sich und dann skillt man ja halt auch noch das Kochen, weil, ne, durch das Braten. Und man bekommt halt noch dann das Lampenöl raus. Schon ziemlich cool. Deswegen mag ich Fischen eigentlich sehr gern. Ach so. Hui. Na dann. Noch ein bisschen Wasser. Da passt das. Sehr schön. Na, hätte ich gleich nochmal mehr machen sollen. Okay, halt nicht. Ich bin aber immer noch... Ich habe irgendwie immer noch Hoffnung, dass irgendwo an der Tankstelle der Elch rumhockt. Einfach auch, weil bei Herrn Amiga auch keine beschädigten Bäume in der Art und Weise waren. Vielleicht ist er einfach... Sag mal, was ist denn mit dem Spiel eigentlich los? Warum... Wir haben einfach kein gutes Wetter mehr. So, jetzt gucken wir mal kurz, wie unser Skill hier aussieht. Und ich drücke immer das Falsche. Kochen. Wir sind doch nicht mal in der Mitte. Du Heilige. Huch, oh Gott. Verzeiht. Falsche Taste. Was? Nein, oh Gott. Ist das Feuer? Ist das noch an? Kann ich da was? Ich habe irgendwie übersehen, dass wir noch Wasser übrig haben. Huch. Vielleicht dafür ein Altholz verbraten, aber ist egal. Kriegen wir noch ran. Wir haben ganz viele Paletten auch bei den Fischerhütten, das ist alles gut. Jetzt kann ich nämlich auch. Ne, never ending story, aber wir haben sowieso Nebel. Was sollen wir machen? Wir haben seit den letzten Parts entweder nur Sturm oder nur Nebel. Kaum mal gutes Wetter. Also ich weiß ja, dass umso so länger man spielt, umso schlimmer wird das Wetter, aber nun. So, jetzt aber. Jetzt sollte das doch hinhauen. Ach je, so. Trinkt mal erstmal. Bring den ganzen Kaffee und den ganzen Tee weg. Und kümmern uns dann erstmal um die Leiche, die hier irgendwo, glaube ich, rumliegt. Entweder ist es eine Leiche oder ein Reh. Ein Reh wäre mir lieber. Aber ich glaube, es ist immer eine Leiche.
Dann hier der einen bleiben behalten wir. So. Sehr gut. Wir haben Hunger. Ich weiß nicht, ob ich wirklich essen möchte. Jetzt, warte mal, jetzt wollte ich noch. Nee, wir haben alles weggekocht. Guck mal an, wie geht's? Okay. Okay, der Bär ist getrocknet. Das klingt komisch, aber das ist so. Der Bär ist getrocknet. Okay. Das Ding ist, wir haben nur einen Darm. Also müssen wir tatsächlich rüberrennen. Wir müssen uns die Därme holen. Und das kann sehr witzig werden, weil ich glaube, so langsam sind wahrscheinlich die Wölfe wieder gespawnt. 26. 26. Ach, guck mal hier, das Nähzett. Warum habe ich das dann noch nicht weggepackt? So, pack mal hier rauf. Jetzt können wir alles. Wir haben ja noch zwei so eine. Wo ich denn die Dinger noch aus der Angelhütte? Oder wo sind die auf einmal her? Hier die Haken. Aber das wird schon. Wir kriegen das schon hin. Begeben wir uns mal dann in die Richtung dort. Sollten wir uns aber. Moment. Essen mitnehmen. Zum Beispiel könnten wir uns mal eine Snappy einpacken. Und vielleicht auch Peaches. Und so viel haben wir gar nicht mehr. Dann wäre ich dafür, dass wir uns vorher einen Bär reinhauen. Weil dann könnten wir von da auch wieder Bär mitnehmen, oder? Ja, komm, ich mach das einfach mal. Ich hoffe, die Geräusche sind... Oh Gott, bitte, das ganz normal haben. Alles... Okay, seid alles Hasen. Das ist super seltsam, ihr Häschen. Ich könnte die natürlich auch mit Steinen abschmeißen. Das ist mir vollkommen klar, aber... Ich lasse es erstmal. Ich versuche... Oh Gott, der Nebel ist ein bisschen hart. Aber hier einmal rechts rum. Oder mache ich das von der anderen Seite lieber? Ich glaube, ich mache das lieber von der anderen Seite. Wo ich da jetzt gucken muss. Dass da keine Wölfe sind. Hallo? Alles gut hier? Ja. Sieht gut aus. Warte, für der Nebel wird noch dichter. Okay, mal gucken. Nicht, dass wir jetzt hier drauf achten müssen, dass wir nicht einbrechen. Oder hört sich schon gefährlich an. Um Gottes Willen. So, bleibt mal hier ganz nah am Rand. Vielleicht passiert mir dann. Oh Gott, die Geräusche. Bin ich denn hier richtig? Ist hier denn überhaupt was? Oder verwechsel ich das? Nein, da müsste was... Warum sind die denn da oben? Ah, es ist eine Leiche. Guckt mal eine an. Mit einer Patrone. Und einem Messer. Das ist ja ein Traum. Sehr gut. Mensch. Okay, zu einer Bühne brauche ich nicht, weil ich glaube beim Desolation Point, beim Leuchtturm, da gibt's. Oh, ein Buch! Oh, ich bette die ganze Zeit um ein Buch und dann liegt es ja eigentlich direkt neben uns. Super. Beim Desolation Point, beim Leuchtturm, da ist auch auf diesem einen Vorsprung ja auch immer eine Leiche. Ich dachte gerade, damit hätte ich es verwechselt, aber nein, alles gut. Wir haben ein Buch. Das ist ja ein Traum. Und dann ist es auch noch ausnehmen in freier Wildbahn. Ein Träumchen. Das könnten wir jetzt sogar gleich mal benutzen, um den Nebel wegzuwarten.
Sehr schön. Cool. Sehr, sehr gut. Eine Patrone und ein Buch. Das geht schlechter. Zum Beispiel eine einzige Hagebutte. Keine Wölfe. Und er liegt wieder. Jetzt geht er. Anscheinend durch den Neustart des Spielstandes. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich mach das gleich mal hier draußen. Uns ist ja nicht kalt oder so. Von daher lesen wir doch einfach mal ein wenig hier draußen. Forschung. Wie viele Stunden hat denn das Buch? 10 Stunden sogar. Na, guck mal an. Dann forschen wir mal eine Stunde. Okay. Das sieht nur nicht besser aus. Dann geht's weiter. Muss ein bisschen darauf achten, dass hier das alles hinhaut. Nicht, dass wir irgendwann zu müde sind. Ja, sieht noch besser aus. Super. Dann würde ich sagen, forschen wir so lange im nächsten Part, bis der Nebel entweder weg ist, aber ich glaube, aufgrund der Müdigkeit werden wir dann noch hier bleiben und hoffen dann einfach auf den nächsten Tag, dass der besser aussieht. Ja, nun. Und dann geht's erstmal rüber und dann brauchen wir brauchen die Därme. Vorher können wir nichts craften mit dem Bärfell. Bärenfellen. So, jetzt hab ich's. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei The Long Dark. Bis dann. Tschüss.